Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Frühlingsausblick. Nachdem wir uns in den letzten beiden Wochen um Spitzmorchel und böhmische Werpel gekümmert haben, soll es heute um einen weiteren Frühlingspilz gehen, der in den nächsten Tagen und Wochen erscheinen sollte, und zwar die Scheibchenlorchel. Wann und vor allem wo man Scheibchenlorcheln finden kann, wie es mit der Verwendbarkeit und dem Speisewert aussieht und wie man die Scheibchenlorchel von Morchelbecherlingen unterscheiden kann, all das in diesem Video. Wo und wann kann man Scheibchenlorcheln finden? Die Scheibchenlorchel ist ein Folgezersetzer und erscheint auf morschen Nadelholzstümpfen, überwiegend auf Fichte, aber auch gerne mal auf Kiefer. Die Scheibchenlorchel erscheint vom Frühling bis in den späten Herbst hinein und wird insgesamt als relativ selten beschrieben. Vor allem im Flachland kommt die Scheibchenlorchel dabei fast gar nicht vor. Bei uns in den Landkreisen Mühldorf und Altötting-Oberbayern ist die Scheibchenlorchel vor allem vom März bis Juni weit verbreitet und alles andere als selten. Wir finden die Scheibchenlorcheln zwar überwiegend, aber nicht nur auf Nadelholz in Auwäldern. Seltener, aber doch regelmäßig finden wir die Scheibchenlorchel nämlich auch in reinen Nadel- und Nadelmischwäldern. In den letzten Jahren erschienen die ersten Scheibchenlorcheln meist zwischen dem 10. und 31. März. Wie sieht's denn mit Verwendbarkeit und Speisewert aus? Ja, die Scheibchenlorchel ist zwar roh stark giftig, ausreichend gegart wäre die Scheibchenlorchel aber ein hervorragender, mild schmeckender Speisepilz. Allerdings sollte man definitiv davon absehen, jeden Einzelfund der Art für Speisezwecke zu ernten. Es spricht in puncto Artenschutz aus unserer Sicht aber nichts dagegen, bei massenhaftem Auftreten der ansonsten eher selteneren Art die jeweils zwei, drei größten Exemplare für Speisezwecke zu ernten. Mindestens die gleiche Menge an Fruchtkörpern sollte bei dieser relativ seltenen Art aber immer unberührt im Wald bleiben. Wie viele Lorcheln enthält auch die Scheibchenlorchel den hitzeinstabilen Giftstoff Gyrometrin, der durch Erhitzen zumindest theoretisch vollständig zerstört werden kann. Gyrometrin schädigt die Leber und die Nieren und ist in entsprechenden Mengen potenziell tödlich giftig. Da eine zu geringe Garzeit bei entsprechenden Mengen schnell gefährlich werden kann und auch nicht wirklich klar ist, ob nicht doch Gyrometrinrückstände in korrekt zubereiteten Lorcheln verbleiben, sind wir dazu übergegangen, eigentlich alle Arten mit Gyrometrin in den Fruchtkörpern zu meiden. Wir sammeln deshalb auch die Scheibchenlorcheln nicht mehr für Speisezwecke. Mit Arten wie den Morchelbecherlingen, Speise- und Spitzmorcheln und den Werpeln stehen zur gleichen Zeit außerdem eine Vielzahl an unkritischen und vor allem nicht gyrometrinhaltigen Arten für Speisezwecke zur Verfügung. Wie sieht die Scheibchenlorchel denn eigentlich aus? Woran kann ich die Scheibchenlorchel denn erkennen? Ja, die Scheibchenlorchel bildet bis zu 15 cm große Fruchtkörper aus. Jung sind die Fruchtkörper eher becherförmig, im Alter eher flach ausgebreitet, scheibenförmig. Die Scheibchenlorchel ist dabei meist hellbräunlich bis rotbräunlich gefärbt. Die Außenseite des Fruchtkörpers kann aderig ausfallen. Das Fleisch der Scheibchenlorchel ist weißlich gefärbt und besitzt einen angenehm milden Geschmack. Wichtig, Geschmacksproben des rohen Fruchtkörpers sollten wegen des Gyrometringehalts nicht durchgeführt werden. Die Scheibchenlorcheln besitzen einen kurzen, rilligen Stiel, mit dem die Scheibchenlorchel mit dem Substrat verbunden ist. Ein wichtiges Merkmal ist auch der neutrale Geruch. Das Sporenpulver der Scheibchenlorchel ist weißlich bis transparent gefärbt. Wie kann man denn nun die Scheibchenlorchel vom Morchelbecherling unterscheiden? In der Tat können die beiden Arten sich schon einigermaßen ähnlich sehen. Mit etwas Erfahrung lassen sich die beiden Arten aber sogar auf den ersten Blick sehr einfach unterscheiden. Scheibchenlorcheln sind nämlich typische Totholzbewohner und erscheinen dabei überwiegend auf alten, morschen Stümpfen von totem Nadelholz, wie zum Beispiel Fichte oder Kiefer. Morchelbecherlinge wachsen dazu im Gegensatz in der Regel fast immer flach auf dem Boden und können vor allem in Auwäldern am Fuße von alten Eschen gefunden werden. Alleine das reicht meist schon aus, um die beiden Arten zu unterscheiden. Ein Morchelbecherling auf einem Nadelholzstumpf? Kaum vorstellbar.
Eine Scheibchenlorchel am Fuße einer alten Esche und weit und breit kein Nadelholz in Sicht? Kaum möglich. Noch einfacher oder auch zur Absicherung kann der Geruch herangezogen werden. Die Morchelbecherlinge sind für ihren etwas chemisch stechenden Chlorgeruch bekannt. Scheibchenlorcheln riechen dazu im Gegensatz neutral bis leicht pilzig, aber nie nach Chlor. So viel also zur Scheibchenlorchel. Mich würde jetzt interessieren, habt ihr in eurer Region größere Vorkommen der Art? Wann erscheinen die Scheibchenlorchel bei euch in der Region? Sammelt ihr die Scheibchenlorchel vielleicht noch für Speisezwecke? Wie steht ihr zu Arten mit vergleichsweise geringem Gyrometringehalt? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten bin ich schon gespannt, wer bei uns im Frühling 2023 den Anfang macht. In manchen Jahren sind es nämlich tatsächlich die Scheibchenlorcheln, die weit vor Spitzmorcheln und Morchelbecherlingen erscheinen können. Es bleibt wie immer spannend. Ja, ich hoffe mal, dieses kleine Video zur Scheibchenlorchel hat euch gefallen und euch die Art vielleicht ein bisschen näher gebracht. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den restlichen Detailaufnahmen zur Scheibchenlorchel. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.